Da bin ich wieder, meine Lieben. Ja, Projekt Megaquadratstadt. Ich arbeite dran. Das vierte Quadrat ist oben soweit abgestochen. Ja, bin ich rumgelaufen und habe das hier schön alles abgezählt. Auch die Autobahnverbindung steht schon mal bis oben. Übrigens ein sehr schönes Symbol, finde ich. Ja, das ist das gleiche, was ich schon mal gesagt hatte, wo man dann einfach oben das weglassen kann. Ja, die kleine Variante finde ich aber persönlich hübscher. Naja. Ich habe momentan echt viel mit Spielabstürzen zu tun, deswegen hoffe ich mal, dass das jetzt hier mal 10-15 Minuten hält. Ich lasse das alles schön langsam laufen. Sehen tut man nicht viel, weil ich mich auch nicht traue, so richtig ranzuzoomen, weil das alles irgendwie, naja, grafikmäßig habe ich ja schon viel ausprobiert, aber so richtig hilft's nicht. Ja, erstmal zu den schönen Sachen. Ich habe mir hier dieses geologische Forschungszentrum geholt. Das ist super, ja, mit 200% mehr Öl- und Erzvorkommen. Das haut schon rein. Kostet natürlich auch ein bisschen was. Und vorher musst du die Technische Universität gebaut haben. Ich hoffe ja, dass es noch irgendwas gibt, um die Agrarwirtschaft hier zu buffen. Aber da sehe ich irgendwie grün. Ja, da muss ich mir auch noch ein bisschen was einfallen lassen, das ein bisschen effizienter gestalten. Ich glaube, es macht mehr Sinn, viele kleine zu bauen. Und dann wird das schon irgendwie werden. Glaube ich jedenfalls. Weil so wie ich das jetzt hier bringe, es kommt nicht genug bei rum. Ja, liegt auch daran, dass ich momentan keine Arbeit habe. Auch daran liegt, keine Ahnung. Also die Leute sagen immer, sie sind reich hier. Hier wohnen zwar ständig reiche Leute, aber irgendwie sagen die Miete ist zu hoch. Ja, überall Probleme. Und dann bist du hier am Lösen und dann stürzt dir das Spiel ab. Ist schon schön. Ja. Ansonsten der Staudamm, der steht hier immer noch. Der ist immer noch Deko. Schmutzwasser verschwindet auch nicht. Hier habe ich ganz zum Anfang nur mal was zu stehen gehabt und seitdem ist da das Wasser vergiftet. Ja, ich sag euch, früher war alles besser. Ja, also das Wasser, das müssen wir noch überarbeiten. Ja, ich habe hier immer noch meine Brühe, die hier sehr, sehr schön jetzt überschwappt. Ja, ich muss ja ausprobieren. Das ist mein Job, finde ich. Ja, ich habe dann schon angefangen, jetzt langsam ordentlich zu sortieren. Ich habe das ja nicht umsonst in Quadrate eingeteilt, um es Quadraten zu lassen, sondern ich wollte dann gucken, wo steht jetzt irgendwie am besten, ja, die Schule. Momentan bin ich so auf dem Trip, ja, da, weil du brauchst ja auch ein paar mehrere und die sind alle bei mir immer proppevoll. Ja, die ist noch neu, deswegen, die müssen erst überwandern. Das dauert immer so ein bisschen. Hier sind auch noch genug Leute drin. Ja, hier oben, die ist auch noch neu. Und dann wird das hier so verteilt. Das Problem ist, ja, ich weiß nicht, wie das mit den Straßen hier gerechnet wird. Also tut mir leid. Ja, guckt euch das mal an. Bei dem ist alles im Umkreis wunderbar, bei dem nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, wenn ich da jetzt drauf gehe, dann sagt er, ist in Ordnung. Falls einer, das vom Layout her, passen die wunderbar nebeneinander. Hoffentlich stürzt es mir nicht ab. Ja, die passen wunderbar hier rein, vor allem die Schule in diesen zwei. Ich habe da das Krematorium daneben gebaut. Das ist einfach. Ja, wisst ihr, USA und so, da gibt es öfter mal solche Vorfälle. Nein, Quatsch, das passt einfach nur gut nebeneinander. Aber ist schon witzig, wenn man die Grundschule neben dem Krematorium baut, oder? Muss man zugeben. Ist schon. Muss der Schmunzelhase sogar ein bisschen lächeln. Ja, das ist. witzig. Ja, ich kann auch hier den kleinen lustigen Spielplatz bauen. Ich könnte sogar noch einen bauen. Kann man machen, muss man nicht. Einer steht da erstmal, was bringt der nochmal? Wohlbefinden, ja, und 10% mehr Wohlbefinden im Umkreis. Ja, das ist ja ganz toll. Ich hoffe, das ist stapelbar, ansonsten würden sie es ja, glaube ich, nicht anbieten. Dann habe ich hier noch so einen großen Spielplatz daneben gebaut. Ja, man will ja hier auch, dass es den Leuten irgendwo gut geht, ne? Das ist alles hier symmetrisch aufgeteilt. Eigentlich, ja, die Bauweise von mir läuft ja darauf hinaus, auf hohe Effizienz. Viel auf einem Haufen, um eben halt Geld zu sparen. Aber irgendwie funktioniert das nicht.
Also bei Anno oder so, da knallst du dann eben halt die Stadt schön komprimiert, damit eben halt die wichtigen Häuser hier, die ganzen Schulen, damit die im Umkreis eben möglichst viele Häuser abdecken. Dadurch spare ich ja. Ja, wenn ich jetzt hier so ein kleines Dorf aufbaue, ja, das ist halt, ne, momentan für mich halt Arbeiter, ne, nur so. Ja, ich habe hier meine kleine Grundschule, habe hier die Grundbedürfnisse hier nochmal erfüllt. Ja, so an sich läuft die Stadt hier auch, alle sind reich und zufrieden. Ja, aber es kommt halt nie Geld bei rum. Bei meinem anderen Spielstand geht es ja momentan noch. Ja. Und wie gesagt, geldmäßig, ich krieg hier maximal, es ist glaube ich festgelegt, an Strom kriege ich 1 Million. Und trotzdem habe ich staatliche Zuschüsse von 2 Millionen. Ausgaben sind einfach hier 12 Millionen. Wow. Ja, okay, man kann jetzt sagen, ich habe bei den Ungebildeten, das könnte ich auch nochmal wieder auf 10% anheben. Aber es war eigentlich so gedacht, dass die Leute, die ein bisschen weniger haben, die schlecht gebildet haben, die schlechtere Chancen haben, ein bisschen, die kriegen auch nicht viel, ne? Es ist einfach nur so ein bisschen, was die da weniger zahlen müssen. Ja, hier wird dann zum Beispiel geguckt, aha, hier habe ich hier Mahlzeiten, davon würde ich ja gerne mal ein bisschen Industrie haben. Da kommt ja nie was an. Freizeit ist auch Mangelware in dem ganzen Club hier. Und dabei habe ich jetzt nochmal ordentlich umgebaut. Ich habe viel auf meine, ja, wie heißt das hier? Diese gemischten Wohngebäude, ne? Also oben wohnen, unten links. Und dann, wenn man dann mal hier so drauf guckt, ja, hier schon eine Menge, was lila ist. Ja, ich habe hier extra nochmal vergrößert, verbessert, mehr gemacht. Habe viel Bürogebäude abgerissen. Habe die Viertel quasi aufgeteilt. Auch die großen Gebäude hier. Ja, wandern jetzt immer mehr in die Stadtmitte. Ich habe eigentlich gedacht, ich kann noch mehr Hochhäuser haben, aber irgendwie will er nicht. Ja, ich habe jetzt zurzeit hier oben mal so ein Viertel aufgebaut, bei denen ist die Miete ständig zu hoch. Obwohl da eigentlich steht, das ist, ich will ja nicht meckern, aber und so weiter ist der. Ne? Das sind große Wohngebäude. Warum geht's denen dann? Warum ist dann da die Miete so hoch? Da hinten ist nichts. Die leben im Dreck. Da ist wirklich gar nichts. Da, die haben keine Schule, kein Nichts, die müssen da 20 Kilometer fahren. Naja, 20 Kilometer nicht, aber du weißt ja, was ich meine hier. Das ist ein bisschen darüber, hohe Miete, ich weiß nicht warum. Soll ich dann Bus hinfahren lassen? Läuft es dann besser? Ja, ich muss ja hier eigentlich dann. Dann lass mich gar nicht anfangen hier mit diesem Postsystem. Ja, also ich muss ja jetzt hier dann auch noch anfangen, die ganzen Postdinger aufzubauen. Ne? Das ist ja auch wieder so ein Highlight. Ja, hier drüben könnte ich auch schon mal eine Post errichten. Guck mal, ich stelle die auch hier oben hin für unsere Pappenheimer. Hier könnte zur Post gehen. Viel Spaß. Jetzt kommen wir aber nicht, dass es dann irgendwie uns geht's hier zu gut. Ja, so ist das hier bei mir. Das lustige, die lustige Ölraffinerie habe ich auch. Da will bloß keiner einziehen. Ja, momentan haben wir einfach keine Arbeiter bei dem ganzen Verein. Ja. Also, wer umbaut, muss wirklich darauf achten, das dauert eine ganze Zeit. Ich meine, ich habe es ja hier nicht eilig. Ich habe jetzt hier, ja, wir nähern uns da 100.000. Ich bin froh, dass das Spiel jetzt hält. Momentan noch. Mal sehen, wie lange. Ach ja, dann haben wir hier die guten alten Probleme noch. Meistens hilft, wenn ich ein Stoppschild hinmache. Ja, aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher, wie ich das dann hier jetzt so regel. Also die Autobahnabfahrten, ob ich hier auch einen Kreisverkehr mit einfüge, muss ich mal schauen. Eigentlich ist die Straße hier in der Mitte total useless. Die brauche ich schon mal gar nicht. So. Können wir noch ein bisschen Gewerbe aufbauen, wenn wir wollen. Kann man nie genug haben. Gewerbe immer gib ihm. Wenn ich die nochmal neu mache, dann kriege ich sogar noch mehr hin. Ah. Da habe ich noch nicht die große Straße. Hier habe ich schon die große Straße. Schön die 5er Autobahn hingeballert. Ja, so an sich, wenn jetzt hier nicht gerade irgendwo ein Unfall ist oder mal allgemein. Keine Ahnung, alle gleichzeitig die Fahrbahn benutzen, funktioniert das hier auch alles wunderbar. Ich habe kaum Verkehrsstau, wo man sagen müsste, oh, da müsste ich jetzt was unternehmen. Weil selbst hier diese Kleinigkeiten, die lösen sich meistens schnell in Rauch auf, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ach, ich reiß sie jetzt alle ab. Das sind die einzigen Gebäude, die halbwegs funktionieren. Hier, die ganz stinknormalen kleinen Häuser. Da sind die alle zufrieden. Wenn alle ihr kleines Privathäuslein hier bekommen, dann wird auch nicht gemeckert, dann sind alle glücklich. Ne, davon könnte ich hier nochmal 100 reinlehnen. Also das ist gar kein Problem. Also wie schaffe ich es, dass die Leute mal in die Großstadt ziehen? Ja? Also ich verstehe das manchmal nicht. Warten auf den Leichenwagen. Hier ist eine. Ja, okay, das Ding ist voll. Und hier ist eine. Und hier stand auch mal irgendwo einer. Na gut, da steht jetzt momentan die Parkpflege. Wollen wir die dann in die Mitte ziehen? Dann stelle ich da noch ein Krematorium drauf. Das ist ja hier wirklich furchtbar. Stellen wir ihn erstmal dahin. Gut, der Papa kommt und macht noch ein Krematorium dahin. So wie die Leute das mögen, immer direkt. Ah, da habe ich jetzt extra noch Gewerbe gemacht. Überall Gewerbe rein, Gewerbe. Jetzt wollt ihr auf einmal Hochhäuser haben, hä? Was eigentlich, wenn ich die weiter in die Mitte platziere? Bringt das was? Keine Ahnung. Ich habe mir extra hier diese lustige kleine Notre-Dame-Kirche hier hingestellt. Ich meine, die steht nicht schön momentan, aber die ist halt da. Ne, um so ein bisschen Attraktivität hier zu vermitteln. Hier unsere Straßenbehörde, die arbeitet auch noch. Wieso haltet ihr da einfach weiterfahren? Weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Ich könnte mal probieren, ob ich die auch noch auf 5 raufkriege, bestimmt. Oh, ich weiß aber nicht, ob das so gut ist. Schön nach außen, nach außen. Na gut. Ja, das bringt aber rein gar nichts. Naja, doch, so ein bisschen. Die fahren schon schneller. Aber da sieht es nicht so schön aus. Das gefällt mir nicht. Oh, da kriege ich jetzt Ärger. Heißt ja, wenn hier alle mal zur Arbeit fahren, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber das ist schon gut so. Wenn du eine 5er-Straße hast, hier ist die 3er, da ist die Abbiegerspur. Nichts ist perfekt, aber ich arbeite dran. Nichts perfekt, aber arbeite dran. Und jetzt willst du mir da nicht nochmal einen so hinsetzen? Nein, dann machst du nicht mit, sagst du. Ach komm, das machst du doch mit Absicht. Ach, dann leck mich. Ist doch wahr. Zieh ich dir jetzt hier die 2 ab, so. Krematorium. Ich könnte ja noch irgendwo einen Friedhof aufbauen. Ich will nur nicht. Kostet übelst viel Platz. Guck mal hier, jetzt reißen wir ein Hochhaus ab, neues gebaut. Keine Ahnung, warum ich das ständig wiederholen muss. Auf den warte ich jetzt, dass der mal leer wird. Das Teil soll irgendwo außerhalb der Stadt mal stehen. Ja, die kleinen sind kompakter, sind besser. Da passen 200 rein, da stelle ich dann 2 nebeneinander, da habe ich genau dasselbe. Ja, wenn du das Ding übrigens vorher abreißt, da stehen die Autos in der Luft. Sieht auch ganz witzig aus. Hat bestimmt schon mal jemand gemacht, aber für die, die es noch nicht haben, nicht schon witzig. Ja, industriemäßig habe ich momentan, wie gesagt, nicht viel gemacht. Außer, dass mir hier 1 Milliarde Arbeiter fehlen. Aber ich weiß nicht, woran es jetzt genau liegt, da müsste ich mal nachgucken. Also hat man hier irgendwo, hier hat man noch irgendwo eine Statistik. Hier nutze ich die übrigens. Bevölkerungszahl, wo ist denn hier meine Arbeitskräfte? Städtischer Dienst, Arbeitslose. Ja, ein paar sind anscheinend noch da. Könnte auch sein, dass es einfach daran liegt, dass hier momentan noch nicht so viel hinfährt. Könnt ihr mal eine U-Bahn oder eine Bahn allgemein mal rüberlegen. Weiß nicht, würde ich hier mal einen Bahnhof anschließen? Was sagt ihr dazu? Wenn ich hier jetzt mal so einen Bahnhof hinknall. Guck, das wird lustig. Lustig, lustig, tralalala. Ich habe übrigens, glaube ich, schon zu viele Züge, aber hey. Wollen wir die Unterstrecke nehmen oder die obere? Ist doch eigentlich egal, oder?
Wichtig ist, dass das Ding angeschlossen ist. Warum nämlich nicht die zwei erschienen habe, weil ich blöd bin. Gut, wird das auch geklärt. So, hast du jetzt einen Anschluss? Sehr gut. Und wie schaffe ich es jetzt? Naja, ich da so einen Bogen lege, anstatt ich, warum nehme ich da nicht? Na, das wird nicht, das wird nicht. Da machst du nicht mit, ne? Ah, doch, da macht er mit, Dicker. Nicht meine beste Arbeit, aber ich kann damit leben. Gut, wie war das jetzt nochmal? Zugstrecke, Passagier, Werkzeugstrecke, Güterzug. Also wenn du jetzt von hier... Nein, 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 nicht den. Wenn du jetzt... Oder ist es egal? Oder habe ich jetzt die Außenstrecke und habe jetzt hier... Keine Ahnung. Ach so, dann muss ich bestimmt den Dings erweitern, dann geht das. So. Ah, sehr schön. Dann nehmen wir den. Obwohl, wir fangen von hier an. Wo ist er? Ja, der ist noch nicht ganz fertig. Das Problem ist mir bekannt, ich arbeite noch dran. Ich würde gern... Das klappt nie. Auch nicht meine beste Arbeit, aber... Weh, das Spiel kackt jetzt ab. Warte, ich nehme jetzt den. Oh, da muss ich ja ganz genau gucken, das ist ja furchtbar. So. Zack. Und dann nochmal zurück. Ist ja ein Hin und Her. Ja, meine 16. Strecke. Wo ist die Abteilung? Das ist der Bus, das ist U-Bahn, das ist, wo ist der Zug? Öffentlicher Verkehr. Das ist jetzt die Bahn 3, ne? Ja, rein theoretisch. Noch momentan 0 Züge. Ja, das ist... Ich kann mir halt nicht mehr Züge leisten. Hast du hier schon mal geguckt? Ich muss hier neue Zugstrecken legen, weil hier ständig alles voll ist. Ich könnte natürlich hier auf den verzichten. Also rein theoretisch. Weil der das eigentlich macht. Aber... Ich will mal gucken, wie die Auslastung und wie viel ich da... Weil das Ding ist so riesig, ja, dass ich hoffe, dass das hier einfach mal gut funktioniert. Jetzt hoffe ich einfach, dass der Zug hier fährt. Und dass wir... Parkgebühr... Brauchen wir eine Parkgebühr? Eigentlich nicht, oder? Nö, die dürfen da gern parken von mir aus. Ich weiß auch gar nicht, ob der Park so clever ist hier drin. Keine Ahnung. Ich mache das gerne mal. Kann ja nicht schaden. Da könnt ihr mir zum Beispiel mal sagen. Ansonsten wird hier nur rumgeweint. Ich sehe hier nur weinende Kinder. Hier kriegst du nochmal mehr Aufbewahrung, damit mehr Platz ist. Und jetzt kannst du das Ding noch ein bisschen besser kühlen. Ja, aber nichts mehr hören hier. Ah, schön. Ja, wie gesagt, hohe Miete habe ich öfter mal. Dann reiße ich die Häuserchen ab. Ansonsten gehen die sowieso immer schnell drauf. Da oben sind noch testweise... Die Teile. Ja, Problem ist immer noch, also mit Höhe. Mit Höhe habe ich immer noch, also, das, guckt's euch an. Ja, ich krieg das vom Winkel her nicht ordentlich geregelt und ja, wenn man das da versucht, oberhalb irgendwie zu verbinden, da tut er sich ganz schwer. Ja. Ist ja auch so ein Testprojekt. Ansonsten, ja, hätten wir eigentlich alles. Fällt jetzt erstmal nichts großartig ein, was ich so vergessen habe. Ja. Bürogebiete sind wirklich sehr, sehr wenig. Seht ihr ja? Überall kommt so ein Wolkenkratzer hin. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinstelle. Wahrscheinlich wird sich das jetzt alles so um die Mitte sammeln. Ist natürlich auch nicht schön, weil dafür sind die Gebäude eigentlich zu klein. Ah, die ich hier habe. Ja, die große Zentralbank, also da habe ich eigentlich erwartet, dass es, ne, das Hochhaus und dann daneben die Zentralbank. Ja, also das Gebäude hätte ruhig mal ein bisschen größer sein können. Ne? Ja, gut. Ich warte jetzt darauf, dass hier die Verschmutzung weggeht, damit ich dann hier die Stadt aufbauen kann. Und ja, dann geht es so langsam los mit der ganzen Infrastruktur in Sachen Transportwege. Ja,
weil die U-Bahn, die ist hier nur testweise, die ist nicht, ja, nicht notwendig, die 4. Ich habe eigentlich gedacht, dass das von der Entfernung irgendwie Sinn macht. Aber ich kann ja mal gucken hier, was sagte er? U-Bahn 5% Nutzung und nur die größere hat 22%. Das ist die Außenlinie, die hier fährt. Ja, das sind die zwei kleinen, das ist die größere. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nur eine U-Bahn hier außen drum rumlegen. Aber das muss ich mir dann noch alles gut angucken und hoffentlich kommen jetzt noch ein paar Updates, damit die ganze Sache hier deutlich flüssiger sich verhält. Deswegen merkt ihr schon, ich bin hier ganz vorsichtig unterwegs. Ja, was ich toll finde, ist, dass man überall seinen eigenen Wald anpflanzen kann. Das finde ich super. Ja, und wenn man ein bisschen schummelt und ein bisschen clever agiert. Warte mal, vielleicht habe ich Glück und hier ziehen Leute ein. Dann arbeiten die da manchmal. Ist jetzt nicht perfekt, aber ich habe ja da Platz, warum nicht? Und wenn die da jetzt einziehen, wäre das schon toll. Ja, hier ist mein Wasser. Mit den Seen tue ich mich auch sehr schwer. Ja, wenn du die komplett rausnimmst, manche kannst du rausnehmen, manche nicht. Ja, wenn du die rausnimmst, dann bleibt da so eine ekelhafte große Pfütze, die irgendwie nicht weggeht. Und ja, dann stehst du halt da. Naja. Ich will ja nicht wissen, wie es bei euch läuft, aber ihr habt auch zu meckern bestimmt. Ja, die Bäume habe ich ja alle selber gepflanzt. Man muss auch mal Langeweile haben. Gut, wie wäre das eigentlich, wenn ich jetzt hier ein Hochhaus hinballer? Ich will jetzt gerade gucken, ob das hier was wird, aber naja, gut. Jetzt habe ich Platz für ein Hochhaus, wo stelle ich da eins hin? Oder ist vielleicht wieder eins kaputt gegangen? Ich mag die Kleinen nicht, ich will immer die Großen haben. Und die willst du jetzt nicht nochmal bauen? Stand da überhaupt? Ach so, das waren die Dings. Haha. Ja, das wusste ich nicht. Warte mal, nach innen gerichtet war der, ne? Hab ich die alle? Dings war nach innen gerichtet. Ja, krieg ich wieder hin, kein Ding. Die kommen jetzt nämlich weg. Ja, ich will die halt in der Stadt auch ein bisschen verteilt haben. Das muss halt auch irgendwie gut aussehen. Macht einfach keinen Spaß, wenn man hier nicht überall ein bisschen was zu stehen hat, wenn man nur auf einer Seite das Gewerbegebiet hat. Ich weiß nicht. Das ist ja immer Sinn und Zweck. Ich lege das hier schon alles in Quadraten an und das ist ja eigentlich schon ziemlich lahm. Ja, für manche. Und wenn ich dann auch alles in Viertel einteile, hier ist das und da ist das, dann macht es ja gar keinen Sinn. Ja. Gut, jetzt gucken wir nochmal rüber, ob wir da vielleicht jetzt Glück haben, dass da Leute arbeiten gehen. Ah, ich meine, ich brauche kein Holz. Das ist momentan nicht. Aber das liegt ja auch daran, ich habe hier so viele Bäume gepflanzt. Ich glaube, das geht auch nach Bäumen. Und wenn ich da 1 Milliarde Bäume zu stehen habe, kann ich da hier Holz explizit irgendwie auswählen? Ja, ich hab's halt übertrieben. Es tut mir leid. So ist der Roland halt. Hier ist ja noch. Komme ich da noch an? Na, guck mal, hier ist ja noch Platz. Das auch noch. Nehmen wir mit. Da fühle ich mich schon besser. Ja, okay. Sind wir erstmal mit durch. Ihr werdet erfahren, wahrscheinlich erst nach dem Update, ob das hier alles geglückt ist. Ich werde jetzt hier Verbindungen rüberlegen, damit hier mal ein paar Leute arbeiten gehen. Also ich hoffe, dass es daran liegt. Ansonsten muss ich wirklich darauf warten, dass hier mehr Leute herziehen. Ich meine, wir sind ja jetzt fast da, noch 3.000 bis zu 100.000. Ja, aber ich freue mich drauf, wenn das Spiel endlich flüssig läuft und wenn sie beim Wasser noch was regeln. Das werde ich jedes Mal erwähnen. Ich weiß ich nicht, ob ich dem Entwickler mal das Video schicke. Macht mal das Wasser besser. Ja, aber ansonsten läuft's.